Herzlich willkommen, hola liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Orwell. Hier immer noch im ersten Kapitel, das ihr euch kostenlos bei Steam runterladen könnt. So, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben dabei, dass wir endlich die Organisation The Thought gefunden hatten, oder Thought, oder wie auch immer, in der Cassandra Watergate aktiv ist und die gegebenenfalls auch dafür verantwortlich ist, dass diese Bombe am Freedom Plaza hochgegangen ist. So, wir haben hier noch Sachen zu gucken. Und zwar, da haben wir doch reingeguckt, oder? Oder gibt's. Achso, weil wir hier noch nicht drin waren. Overview. Aber wahrscheinlich, weil es hier jetzt noch. Können wir. Ah, okay. Access for. Okay, go to Mainpage. Private. Private. Man muss ja jetzt alle durchklicken hier. Meine geht dann wieder mal vor. Ist. Flawed. Unexpected. Ja, the Minefield. Okay, haben wir jetzt hier alles durch? Ja, Wahnsinn. Okay. Entry 9. Freedom is unfree. Genau. Und hier wissen wir halt noch nicht, was es damit auf sich hat. Das müssen wir jetzt noch abwarten. Aber wir haben Cassandra's Timeline. Da ist was passiert. Okay. Ah, finally someone who had the grit and explosives to show how futile surveillance is. Puh. Huh. Being killed. Das ist natürlich jetzt echt schwierig. Ich meine, das muss man halt aussagen, ne? Das ist jetzt September 2016 gewesen. Das ist schon ein halbes Jahr wieder her. Und das hat sie jetzt gerade gepostet. Also das ist natürlich schon hart. I suspected as much. Seems we are looking for at the right person. Alright. What we found so far. It's all good and interesting, but I think we should be searching for something a little more concrete. We have to dig deeper. Aha. Und weiter geht's mit Juliet Carrington. Die kennen wir ja schon. Da, die ist nämlich mit der verbunden, wie wir wissen. Interessant. Ja, es ist schwierig jetzt an der Stelle. Einerseits könnte man natürlich sagen, dass sie eigentlich doch friedfertig ist und das, was sie jetzt vorhin geschrieben hat, aufgrund ihrer psychologischen Störung geschrieben hat. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass sie jetzt gerade diesen Ausraster hatte. Also nein, da, damals auch den Ausraster hatte, als sie eben auf dem Plaza war und das halt wirklich dann
Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass sie. Machen wir mal das hier. Gucken wir mal, was passiert. Das war jetzt echt schwierig. What? Where did that come from now? This is perfect. We can arrest her and open the investigation again. Ah, okay. However, we probably won't be able to hold her for long if it really happened in defense of this Juliet. Okay. Very good work. The intervention team is already on its way. We'll need to wait for confirmation. Next stop, Wonderland, right? Just kidding. Next time, be careful with providing the wrong data, though. Okay. In Miss Watergate's case, it was not a problem to get her address with the help of local police due to her former record. Ding, ding. Ah, hier passiert irgendwas weiter. Oh, schon wieder. Keine 3 Minuten später schreiben die weiter. Okay. Ich finde es übrigens auch ein nettes Feature, dass hier tatsächlich die Zeit auch so durchtickert. Ne, das ist hier just now und dann in 1 minute ago turned. Das Einzige ist tatsächlich, dass das jetzt tatsächlich zu lange oder zu schnell geht, sozusagen. I'll inquire if all went well with arresting Miss Watergate. You did a good job in any case. Although we have no proof if she's involved in the bombing, we might be able to question her. Despite acting in defense of this Juliet, she seems to be quite unstable and a threat. Okay, I just received information that she is now in custody. Very good work indeed. I'm curious about this thought group though. Whatever they. Oh Gott. Two dead after second explosion. Oh Gott, okay. No, no, no. Take a look at the news. Gut, gut, gut. Headlines. Breaking news. Two dead after second explosion. Oha. Explosion at Sterling. Okay, campus. Two kills two students. Second connection yesterday's assault. That is horrible. Two dead. Similar approach. Same letter found. So these assaults are connected. And as if that wasn't enough already, Miss Watergate was in custody at the time. So that's her out of the picture, at least for this attack. Ah, this complicates matters massively. So much for our simple test case. I need to speak to my superiors, see how we are to proceed given these extenuating circumstances. You did good today. You can log off and get some rest by clicking the bottom on the top right of the desktop. Try and get some sleep. I have the feeling the next few days are going to be trying at best. Okay. So, gucken wir nochmal kurz hier. Bonden. Half an hour ago, an explosion occurred on campus Bonden. This area evacuated immediately according to. It's private. Die Dinge sind frei. You will inform you about bla bla bla. Okay. Crazy shit. Okay. Jo. Okay, krasse Kacke, ne? Ja. Und damit sind wir dann auch durch das erste Kapitel durch. Also ihr seht, es bleibt spannend. Ach so, jetzt gucken wir uns das hier an. Ne? Assault, also based on the data you submitted, we have learned the following. Assault on Freedom Plaza, Civil Assault, bla bla bla, Activist Group Thought, Hinz, bla, Activist, Second Assault, genau, Second Assault gab es ja jetzt zuletzt. Charged with the injury of police officer at the past protest at Freedom Plaza, she is an artist, the former criminal case was close to the lack of evidence. She is in a relationship with the lawyer. Have undergone a radical change after she joined the activist group Thought. Collected data shows a potential dangerous personality. More thorough investigation by law enforcement is suggested. Judith Curran claimed that Cassandra defended her by injuring the police officer. An arrest has been made.
So. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns, weil nämlich ihr seht, Next Day, das heißt auch, dass wir ins nächste Kapitel abspringen. Gibt es noch was zu erzählen zu dem Spiel? Im Grunde habt ihr, was das Spielprinzip, glaube ich, angeht, alles gesehen, was so kommen wird. Beziehungsweise noch nicht alles. Es gibt später noch, ihr habt oben rechts die Reiter gesehen, ne, wo es halt den Listener gibt und so weiter und so fort. Da wird es noch später noch was anderes geben, sodass man auch auf die Devices der einzelnen Personen zugreifen kann und gucken kann, was zum Beispiel auf dem Computer oder auf dem Handy so gespeichert ist. Ansonsten ist so das der Ablauf des Spiels. Vom Gameplay an sich her ist es definitiv jetzt nicht das Spannendste. Wobei der Ansatz für mich total innovativ ist. Ich habe noch nie so ein Spiel gesehen, das so ein Gameplay hatte. Und natürlich ist die große Stärke, also 11 von 10 Punkten so ungefähr, die Story auf jeden Fall. Also am Anfang muss man noch sagen, so ja, okay, ist, ne, also durchaus interessant, aber ich muss sagen, spätestens ab dem, ja, eigentlich schon beim zweiten bzw. dritten Kapitel wird es dann richtig, richtig spannend, weil ihr seht ja jetzt, im Grunde ist ja jetzt schon der Cliffhanger so ein bisschen, Cassandra war es offensichtlich, zumindest beim zweiten nicht. So, jetzt ist halt die Frage, war sie es auch beim ersten nicht oder arbeitet sie vielleicht mit jemandem zusammen, ne? Nur weil sie beim zweiten nicht war, heißt das ja nicht, dass sie nicht vielleicht trotzdem involviert ist und so weiter. Das ist halt die große Frage und wie gesagt, spätestens im zweiten Kapitel wird es dann schon, oder dritten Kapitel wird es dann richtig, richtig spannend schon. Also, ja. Also ich kann es nur wirklich empfehlen. Wie gesagt, spielt es, wenn ihr euch das jetzt hier angeguckt habt, spielt das erste Kapitel auch selber nochmal. Manche Sachen könnt ihr ja auch selber entscheiden. Wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Entscheidungen getroffen, die manch der ein oder andere vielleicht sagen wird, so, hä, nee, totaler Quatsch. Oder ich würde immer, weiß nicht, immer positiv von den Menschen denken oder immer negativ von den Menschen denken. Ich habe jetzt so eine Art Mix daraus gemacht. Genau. Also von daher, lasst euch einfach ein bisschen treiben und seid gute Investigators. In welchem Sinne auch immer. Wie gesagt, ihr könnt da verschiedene Enden auch freispielen. Na, das, wie gesagt, bleibt auf jeden Fall spannend an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mir vorgenommen, immer mal wieder so kurze Geschichten hier aufzunehmen, sowas in der Richtung. Aber halt je nachdem, wie es sich halt anbietet. Nur so lange Sessions wie Fallout oder so. Das kann ich in nächster Zeit definitiv nicht mehr machen. Aber sowas kriegt man ja in einem Abend hier abmoderiert, abgespielt. Von daher, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich persönlich muss sagen, dass ich halt auch aus persönlicher Überzeugung heraus dieses Spiel halt unterstütze. Und ein Zehner für, wie gesagt, 7, 8 Stunden Spielzeit finde ich jetzt nicht zu viel. Und auch der Wiederspielwert ist nicht riesig, muss man dazu sagen. Das kommt auf die Pri oder die wirklich die persönliche Präferenz an. Ich werde es noch ein zweites Mal spielen und dann haben sich die 10 Euro, also die 10 Euro haben sich auch beim ersten Mal durchspielen für mich schon gelohnt, aber ich werde es auch sogar noch ein zweites Mal durchspielen. Also von daher passt das auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Idee gilt es auch zu unterstützen. Ist, glaube ich, eine Kooperation von deutschen und australischen Entwicklern gewesen. Von daher ist das, denke ich, auch nicht ganz verkehrt. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend noch. Macht's gut und bis zum nächsten Let's Play, sei es bei SMS oder hier von mir alleine. Macht's gut und bis dahin. Ciao!